Dieses Video wurde finanziert durch Obi. Das Erfolgsprodukt von Olight streut nun weitere Campingprodukte auf der neuen Plattform von Obi. Neu registrierte Kunden erhalten eine kostenlose 90 Tage O-Plus Mitgliedschaft. Während dieser Zeit sind alle Produkte versandkostenfrei und Produkte in der O-Plus Zone erhalten 15% Rabatt. Viel Spaß wünsche ich euch bei meinem neuen Bikepacking-Abenteuer durch die Pfalz. Anschluss stünde jetzt das Gältebecken an, aber seht selbst, Grundreinigung. Was sagt ihr dazu? Muss gemacht werden. So sieht's aus. Ab, alles für den Kunden. So sieht's aus, ihr habt's gehört. So, zu Hause angekommen, werde ich jetzt mal das ganze Setup an mein Fahrrad schnallen. Ihr seht, das ist ein ganz einfaches Sommersetup. Ganz wenige Sachen, wenn man sich hier die Technik mal wegdenkt, ist das auch alles, was ich mitnehme. Das Besondere an dem Setup, ich möchte diesmal eine Hängematte ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht, noch nie ausprobiert. Der Plan sieht einfach so aus, dass ich wieder 3 Tage unterwegs sein werde. Ich fahre heute nach Dahn ins Felsenland. Dort habe ich auch eine schöne Stelle ausgesucht. Und dann am nächsten Tag fahre ich an den Rhein, auch wieder über Satellitenansicht, einfach auf Google irgendeine Stelle markiert. Da habe ich so einen sandigen Strandabschnitt gefunden und genau, werde ich mal schauen, ja, wie schön die Stelle ist und was sich daraus machen lässt. Und es erwartet euch natürlich eine Überraschung am Ende des Videos, also dranbleiben. Wir haben jetzt 17 Uhr, ich bin wieder viel zu spät losgefahren. Allerdings stehen wir heute auch mit 50 Kilometer an. Die meiste Strecke führt jetzt an der Bundesstraße, allerdings am Waldweg oder am Waldrand. Das feiere ich ab. Es fängt schon wieder an. Der liebe Alex liebt Abkürzungen. Und dann kriegt er genau sowas. Schauen wir das Ganze mal an. Ich krieg wahrscheinlich auch Zecken auf my life heute. Ist jetzt ein Försterweg, aber total unbefahren. Wie man sieht, guck mal, ich sehe von hier aus, da liegt schon der nächste Baum. Komm, scheiß drauf, ich finde mal raus, wie weit ich komme. Ah, das Setup habe ich euch noch gar nicht gezeigt. So, hier der Schlafsack. Die Hängematte mit der Gaskartusche, wieder mal hier die ganze Elektronik verbaut, Drohne, Akkus, bla bla. Grailfilter habe ich dabei, Wasser. Und hier ist das Ganze, der Brenner, Kochgeschirr, bisschen was zu essen. Und einen neuen Schlauch, weil der hier ist undicht. Ich habe jetzt heute mal nachgepumpt. Aber wenn ich so einen Tag lang stehen lasse, dann verliere ich ungefähr so ein, ja, ein Bar, müsste ich schätzen. Deswegen lasse ich mir die Arbeit für morgen, das Vergnügen, mal einfach den Schlauch wechseln. Sounds of our city marching to their own drums. I don't need your approval, I'm proud where I'm from. Dreams are the very foundation of love. Love is the only foundation we'll fund. Funny how they say, in God do we trust when we trust. Das ist krass, das sind immer noch die ganzen Bäume, die umgefallen sind, als es diesen Winter so schwer geschneit hat. Hier liegen überall Bäume. Naja, zurück zu meinem Zeckendilemma. Ich habe euch gesagt, ich werde heute so einige kassieren. Eins, zwei, okay, zwei bis jetzt. Okay, zwei habe ich weggeschnipst und wahrscheinlich 20 andere übersehen. Und wenn ihr euch gerade fragt, wieso der Junge immer so komische Routen fährt, dann kann ich das euch ganz einfach erklären. Wenn ihr eine Alternative seht und das Bauchgefühl sagt, nee, mach das nicht, dann machst du es einfach. Ich glaube, das geht jetzt irgendwie einen Kilometer lang so.
Ihr seht es hinter mir, da bin ich rausgekommen. Wenn nochmal so eine Alternative kommt, was haben wir daraus gelernt? Auf jeden Fall zuschlagen. Hand aufs Herz, die Feind ist einfach das Beste. Leute, im Ernst, wenn ich die rote Erde sehe, den Farn und den Wald hier, da fühle ich mich zu Hause. Aber unser Pfälzerwald ist mit Abstand der allerbeste auf diesem Planeten. Ich komme auch gerade null voran, weil ich die ganze Zeit irgendwie anhalte, um zu filmen, weil ich es einfach in jeder Ecke schön finde. Es strahlt auch die Sonne so herrlich durch den Wald. Ey, ich bin gerade mal 17 Kilometer gefahren. Eine einzige Sache beschäftigt mich gerade. Wir haben jetzt kurz vor 9. Die Sonne steht am Horizont. Und es wird schon frostig. Ja, es wird schon kalt. Also ich habe mir nur die Hängematte, ohne Isolation, gar nichts, nur mein Schlafsack, Sommerschlafsack. Ich glaube, das wird eine schlaflose Nacht. Und ich habe noch ungefähr eine halbe Stunde Fahrt und möchte eigentlich die Hängematte noch bei Tageslicht aufbauen, weil ich das noch nie gemacht habe. Und ich weiß, das wird dauern. Ich bin gespannt, was mich morgen erwarten wird. Denn morgen geht es an den Rhein. Ich bin jetzt in Dahn angekommen. Ich habe hier für heute Abend Bands eingepackt, wie bei der letzten Tour. Und ja, noch gesehen, dass die Pizzeria offen hat. Und werde mir jetzt Pizza vom Feinsten reinfeuern. Das ist der Ehrenfriedhof in Dahn. Und da oben der Hochfelsen, so heißt er, glaube ich. So. Und da muss ich mich jetzt hochkämpfen und zwei Bäume finden, an denen ich meine Hängematte befestigen kann. So, ich bin jetzt oben angekommen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Plan, wo ich das Ding aufspannen soll, aber das Geländer scheint mir schon sehr geeignet dafür. Ja. Ich habe den Sonnenuntergang verpasst. Was denkt ihr? Am Geländer oder soll ich mich mal da weiter durchkämpfen und schauen, was noch geht? Ich glaube, ich gucke mir noch die Gegend an. Aber so viel Zeit habe ich auch nicht. Jetzt wird schon dunkel. Der Spot sieht schon geil aus. Ich mach schnell. Ich schaue mir noch eine Option an. Mal gucken. Weil das sieht hier so aus, als würden hier noch Jugendliche hochkommen heute. Heute ist Freitag. Und dann hänge ich da in der Matte. So, hier unten ist die Soldatenhütte. So nennt man das hier. Ist aber für mich keine Option, weil ich kann da die Matte nirgends hinspannen. Daher laufe ich noch ein paar Meter weiter. Okay, ich glaube, ich habe eine Option gefunden, die viel interessanter ist. Zwar da unten hier zwei Bäume, da ist auch eine kleine Feuerstelle und ich bin mit den ganzen Bäumen ja mehr inkognito unterwegs, bin ich mitten auf dem Präsentierteller. Yes, das sieht besser aus. Dann hole ich mal das Bike. So Leute, es wurde doch relativ schnell dunkel. Ich habe es gerade so geschafft, die Hängematte noch aufzubauen. Das ging doch relativ entspannt, einfach. Ich werde euch einfach morgen noch mehr zeigen. Es ist schon so dunkel geworden, dass man hier gar nichts sieht. Der Spot ist mega nice. Mich hätte es besser nicht treffen können. Aber eine kurze Rundführung. Hier stehe ich schon am Felsenrand. Hier geht es ewig lang in die Tiefe. Genau, und da habe ich schon meine Hängematte hängen, hier mein Fahrrad platziert
Ja, hier könnte ich jetzt noch ein Feuer machen, mache ich aber heute nicht. Ich mache mir jetzt noch einen Tee. Ich habe ja einen Campingkocher dabei. Und dann mache ich mich schon auf ins Bettchen. Und ich freue mich echt, die Hängematte auszuprobieren. Ich bin ja ein Typ, der sich immer wälzt nachts. Ich bewege mich super viel. Und in der Hängematte, ja, da liegt man wie eine Mumie. Ich habe mich einmal testweise jetzt reingelegt. Ja, man liegt halt sehr eingespannt wie eine Mumie da. Also Bewegung ist da nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie mein Schlaf sein wird. Aber nichtsdestotrotz, ich bin echt gespannt auf das neue, auf die neue Erfahrung. Ja. Dann mache ich mir jetzt noch einen Tee und dann geht es entspannt ins Bettchen. Gute Nacht und bis morgen. Das Leben. Was ist das überhaupt? Was bedeutet für dich das Dasein auf diesem Planeten? Bedeutet Leben nicht Vertrauen? Vertrauen auf das, was kommt, das Unvermeidliche. In solchen Momenten stelle ich mir oft solche Fragen. Die Natur zwingt dich zur Achtsamkeit, eine Verbundenheit, die in jedem von uns steckt. Egal was kommt, nach jedem Sturm geht die Sonne wieder auf. Auch wenn es sich jetzt für dich schlecht anfühlt, vertraue darauf, dass alles wieder gut wird. Das Gesetz der Anziehung. Positives zieht Positives an. Ich widme diesen Moment allen, die glauben, dass das Negative in ihrem Leben überwiegt. Ja, guten Morgen. Oh, was soll ich sagen? Es war unfassbar kalt. Ich habe unten echt die Kälte durchziehen gespürt. Ich hätte mir gewünscht, irgendwie ein Unterfach zu haben. In der Hängematte, wo ich meine ISO oder irgendeine Isolation drunter schieben kann. Ich meine, wir haben Sommer und ich habe mir einfach den Arsch abgefroren. Also wirklich, ich habe immer an der Unterseite komplett eine Kälte verspürt. Ich habe nur noch abgewartet, bis es hell wird, dass ich aufstehen kann. Ansonsten konnte ich eigentlich relativ gut schlafen. Ich habe mich hier wirklich sehr frei bewegen können. Ich lag also wirklich auch. Also man sieht, ich kann mich hier echt super gut drehen und war eigentlich in nichts eingeschränkt. Man hat immer so ein leichtes Nachwippen, wenn man das auf der Kamera erkennen kann. Was ich als sehr, sehr, sehr angenehm empfinde. Ja, und ansonsten ist es einfach ohne Isolation, ohne Unterisolation viel zu kalt. Der Plan ist ja heute an den Rhein zu fahren und am Wasser ist es eh nochmal kühler. Ja, da weiß ich nicht, ob ich die Nacht überstehen werde. Ja, ich guck mal, wie der Tag verläuft. Vielleicht radel ich einfach nach dem Rhein abends wieder nach Hause. So, ich zeige euch einmal auf die Schnelle die Hängematte, die mir zur Verfügung gestellt wurde von Obi. Das ist die Hängematte Olive und zwar das Modell Sunbreeze Pro, was ich auch ganz nett finde. Der Sack wurde hier so vernäht, dass man das auch als Tasche über Nacht benutzen kann. Daran hatte ich mein Handy, die Stirnlampe und die GoPro drin. Und ansonsten ist der Aufbau relativ einfach. Man befestigt das an den Baum links und rechts, legt sich in die Hängematte für 10 bis 15 Minuten und dann, wenn das Ganze abgesackt ist, spannt man hier den Paracord durch das Moskitonetz. Und dann steht das Ganze schon. Die Farbe ist Geschmackssache. Ich hätte mir gewünscht, dass das Grün in Oliv oder auch in Camouflage, wie hier unten so ganz nett eingefärbt ist. Aber das ist Geschmackssache und darüber kann man sich streiten. Und ansonsten bin ich echt überrascht. Der Schlaf war relativ geil. Bei jeder Bewegung hat das Ganze nachgeschaukelt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich darin so wohl fühle über Nacht. Ja, wenn die Kälte nicht wäre, dann hätte ich auch geschlafen wie ein Baby. Ja, und ansonsten ein Fakt, das man nicht auslassen darf, ist, dass die Hängematte aus 100% recyceltem Material hergestellt wurde, das aus dem Ozean gefischt wurde, was ich ziemlich geil finde. Ja, ihr könnt es mal reinschauen. Ich habe es da unten in die Videobeschreibung verlinkt. So.
Genau, ja, und ich werde auch in Zukunft berichten im Langzeittest, wo die Bewegungen sind und so weiter und so fort. Das ist meine erste Hängematte. Ich habe keinen Vergleich. Da ist Dana Felsenland. Das sind die Canyons der Pfalz. Wer hier in der Nähe wohnt und noch nie hier gewesen ist, ist das Pflichtprogramm an jeden. Es ist immer noch kalt. Ich warte, bis es warm wird. She wanna be where it's shining. Yeah, I said it's all in the timing. You know that she wanna be where it's shining. On the coast, need the sun cause she a rose. We go out and do the most. Yeah. Fresh off our hiatus, we back. We going up to the max. Yeah. Ain't no one holding us back. Too locked up. So Kinder, ich bin jetzt hinter Wörth am Rhein, 50 Kilometer später und 10.40 Uhr am Morgen. Ich bin 50 Kilometer lang einfach nur durchgeballert, ohne Navigationssystem, ohne mich aufregen zu müssen, weil die Sprachnavigation nicht funktioniert. Ständig gucken, ob ich nach links muss, nach rechts muss oder ob ich irgendwo vorbeigefahren bin. Oh Gott, das war ein Träumchen. Einfach durchgefahren, der 427 gefolgt. Zwar auf der Bundesstraße, nur auf dem Asphalt, aber es hat mega Bock gemacht. Ja, diese Morgenstimmung, die Sonne steht tief. Wunderschön. So, ich habe noch ein Stückchen vor mir. Und zwar bin ich jetzt an dem Platz angekommen, welchen ich mir auf Google Satellitenansicht ausgesucht habe. Blende ich jetzt gerade mal ein und bin gespannt, ob das auch so traumhaft schön ist wie auf der Satellitenansicht. Aber schaut euch mal hier das Wasser an. Guckt euch das an, wie sauber und glasklar das ist. Der Rhein ist einfach ein Traum. Ja, dann mache ich noch diesen letzten Kilometer fertig und bin gespannt, was mich erwartet. Let's go! Ich bin wieder durch den Sumpf gefahren. Wenn da kein Paradies verborgen ist, schaut euch das an. Schaut euch das an. Da muss ich jetzt mal Fahrrad durchschleppen. Hier außen. Der Jetboiler ist perfekt für Touren unter starken Windverhältnissen. Durch seine Winddichte. Ich bin so gespannt, was da ist. That war easy. Oh yes. Ich sehe schon das Wasser. 50 Meter maximal. Ich sehe schon zwischen den Bäumen. Oh krass, ich sehe schon eine Sandbank. Ist das heavy. Ist das heavy. Okay. 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 Alright. Ich sehe, das ist ein Sperrgebiet für Kleinfahrzeuge. Gut. Ich bin mit dem Fahrrad hier. Alter Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an. Überall wachsen Weiden am Wasser. Eine riesengroße Sandbank. Da sehe ich schon, ein Boot ist hinter mir. Da bin ich nicht alleine. Aber guckt euch das Wasser an. Guckt euch das Wasser an. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum.
Da ich mir gestern so den Arsch abgefroren habe, habe ich mich dazu entschlossen, heute einfach den Tag hier auszuklinken, zu kochen, ins Wasser zu gehen und nochmal so ein paar Stunden in der Sonne zu brutzeln und dann gegen nachmittags nach Hause aufzubrechen. Ja, gestern Nacht war schon, ich habe kaum geschlafen und hier im Wasser wird es noch kälter, deswegen sehe ich da keine Chance. Vergnügen wird das nicht. Daher mache ich das aus einem 3-Tages-Trip, ein 2-Tages-Trip. Ausgetestet. Schön warm und angenehm wie Urlaub. Guckt euch das an. Ein Goldschatz hier. Wirklich. Jetzt mal ordentlich gekocht. Meine geliebten Benz-Reis-Päckchen. Ein Tipp an alle, das ist ultra günstig. Also ihr könnt die Dinger im Angebot für 1,10 Euro schießen und in der Tüte warm gemacht. Es macht keinen Schmutz, muss das Kochgeschirr nicht auswaschen. Also eine gute Alternative, um sich irgendwas auf die Schnelle mal reinzufahren. Bin mega Fan davon. Geht schnell, ist sauber und ist günstig. Ich habe heute auch den Jetboiler dabei, auch von Obi zur Verfügung gestellt. Das Ding ist eigentlich recht geil, weil du hast den erstens natürlich primär als Jetboiler, den du benutzen kannst, zack an Gas gestöpselt, oder ein S-Bit-Adapter wird mitgeschickt, falls du mit Alkohol oder sonst irgendwas brennen möchtest. Oder du kombinierst einfach die beiden Teile zusammen, benutzt es ihn als einen einfachen Verbrenner mit eigenem Kochgeschirr. Genau, den habe ich noch gar nicht ausprobiert und werde jetzt heute das erstmal anschmeißen. Großer Nachteil von dem Ganzen, das Zeug wiegt insgesamt natürlich viel zu viel. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht die richtige Gasflasche dabei. Da gehört eine Kartusche dran. Ich habe irgendwann vor 2 oder 3 Jahren versehentlich, ich glaube 60 von diesen Flaschen bestellt und jetzt, ja, jetzt habe ich die und jetzt verbrauche ich die auch natürlich. Glück im Unglück, ich habe damals pro Flasche, glaube ich, 70 Cent bezahlt. Jetzt kosten die, glaube ich, 3-mal so viel. Seht, auch in Deutschland dürft ihr euch fühlen wie im kleinen Paradies und dazu müsst ihr gar nicht weit rausfahren. Eine Sache muss ich noch erwähnen und zwar eine Sache, die immer und immer wieder Erwähnung finden wird in all meinen Videos und zwar mein Herzensprojekt, eine Schule für die Kinder in Laos. 50.000 Euro brauche ich, um eine Schule zu bauen und dieser Betrag ist fast erreicht, denn wir sind jetzt mittlerweile bei 47.000. Ich freue mich weiterhin um jede Spende, die reingeht und den Spendenlink dazu findet ihr in der Videobeschreibung unten oder auf Instagram in der Profilbeschreibung. Nun ist auch das Abenteuer vorbei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und abonniert doch den Kanal, wenn ihr mehr von solchen Abenteuern sehen wollt. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Mich persönlich interessiert, wie der Leistungsunterschied zwischen einem Billig- und einem Brenner mittlerer Klasse ist.
In einen Edelstahlbecher erhitze ich 300 ml Flüssigkeit und stoppe die Zeit, bis der Siedepunkt erreicht ist. Klarer Sieger der Jetboiler durch sein effektives Verbrennungssystem. Was mich wundert, dass der Billigbrenner locker mit der Zeit des Titanbrenners mithalten kann. Was mir allerdings auffiel ist, dass der Billigbrenner seine Flamme nicht konzentriert, verschleudert die Hitze zur Seite raus, was am Ende den Gasverbrauch steigert. Den Billigbrenner nutze ich bereits seit 3 Jahren. Langsam rostet er vor sich hin und lässt sich immer schwieriger einklappen. Aber hey, für 25 Euro kann man nicht meckern, oder? Der Titanbrenner ist nicht schneller wie der Billigbrenner, dafür hält er die Flamme konzentriert und du sparst im Gasverbrauch ein. Und ich muss nicht erwähnen, dass die Verarbeitung auf einem ganz anderen Level ist. Der Jetboiler ist globig und schwer, dafür hat er einen integrierten Behälter. Er gibt kaum Hitze zum Boden ab, durch seine winddichte Wärmetauschtechnik eignet er sich perfekt für Berg- oder Schneetouren. Wofür ihr euch am Ende entscheidet, ist sehr individuell. Gehst du 2 bis 3 Mal campen im Jahr, langt dir der Brenner für 25 Euro. Wenn du auf Gewicht und Verarbeitung achtest, dann musst du etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Oberprodukte würde ich dazu ins mittlere Preissegment einstufen. In der Videobeschreibung findet ihr die ganzen Links zu den Produkten. Als eine kleine Überraschung habe ich ein Giveaway für euch. Das Obi Camping Kochgeschirrset im Wert von 35 Euro. Und das möchte ich an einen von euch verlosen. Dafür werde ich mir einen zufälligen Kommentar raussuchen und einen Gewinner ermitteln. Viel Glück und bis zum nächsten Mal.